Sie heute hier wieder mit uns beim Pfarrwirt in den Keller gekommen sind. Danke fürs Publikum zu Hause und hier. Und Sie haben nicht umsonst eingeschalten, denn unser erster Gast ist jemand, der sich nur immer nicht ganz sicher ist, ist er jetzt aus der Steiermark oder aus dem Burgenland? Und der zweite Gast ist eine Dame, die weiß, wo sie hingehört. Nämlich ins Burgenland, extra dorthin gezogen, eine Wahlburgenländerin. Ich freue mich total. Auf was warten wir? Kurz jetzt endlich losgehen, machen wir's uns mit einer Notche. Singen mit Gefühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit Kultur. Hofknickschen. Damen und Herren, die inoffizielle österreichische Bundeshymne spielen wir für einen wirklich wichtigen Gast. Damen und Herren, Schauspieler, Kabarettist Thomas Stipsi. Dankeschön. Dankeschön. So. Die freuen sich. Ja. Die freuen sich so empfangen. Wie ich. Ja, es ist schön. Du, dass wir dir die österreichische Bundeshymne zum Einzug spielen, I am from Austria. Ja, das ist sehr fein. Das hat einen Grund. Ja, eigentlich ist ja, I am from Austria war ja, hast du ja eigentlich Patzer Freibad in Stenaz. Das hat der Reinhard Fendrich damals gestohlen. Das hat er eigentlich damals von mir gestohlen. Das war von deiner musikalischen Petition, ein Freibad in Stenaz zu bauen. Genau, ja, weil das ist ja nach wie vor kämpfe ich dafür. Das ist ja. Ist noch immer nicht. Nein, es ist noch nicht. Es gibt ja in Stegersbach die Therme, nicht? Ah. Und wir verweigern ja das, nicht? Wir schwitzen lieber, bevor wir dorthin fahren. Aber wir haben gesagt, also das Absurde an dem ist, wenn es der Freibad, also so wie der Fitzcarraldo heute, der ja im Dschungel eine Oper bauen wollte, das ist so, wie wenn du den Stenazer Freibad bauen willst. Und er hat es ja auch geschafft. Und, ja, aber dieser wahnsinnige Gedanke leitet dich nun seit Jahren. Genau, ja. Das ist ja so durch Blädeln entstanden. Nämlich? Und, ja, du blädelst? Ja. War da auch etwas eine oder andere Achterl im Spiel? Nein, es waren literweise Bier. Ja, und dann haben wir uns so, jeder, es hat so eine Vorstellrunde gegeben und dann hat er gesagt, jeder muss was Normales sagen und dann war ich der Letzte und dann hat er gesagt, du musst irgendwas Blödes sagen. Ja. Was war das für ein Seminar oder was? Das war die lange Nacht des Kabarets, ne? Ah, okay. Das war vom AMS aus Selbsthilfeprojekt. Die Deppen stecken wir zusammen. So eine Resozialisierungsgeschichte. Und da ist dann einfach so, da war so, hallo bitte, da stirbst jetzt und die wieder sind Stenazer Freibad gibt. Und das. Und somit war das dann geboren. Und hast du gedacht, das ist dermaßen gut, die Idee? Nein, ich habe mir gedacht, das ist so ein Scheiß. Ja, weil du hast sogar Benefizkonzerte veranstaltet in Stenaz. Da waren tausende Menschen. Ja, das war ja der Stenazer Bürgermeister, der hat ja das eine Zeit lang wirklich geglaubt, der Emoli. Ja. Dass wir das dort bauen. Dass er mit dir da jemanden gefunden hat. Nein, er hat es nicht so gut gefunden. Er hat immer gesagt, wer soll da Boden gehen? Wir haben die Therme gleich, das interessiert ja keinen, so ein Freibad. Und der Freibad, wie man schon gesagt hat, ist sehr defizitär. Hast einen schlechten Mai, kannst du die Hitten zutrauen. Und den hast du in Österreich immer. Ja, außer im Südburgenland ist es besser. Ah, das ist immer schön. Immer, so. Ja, genau, sagt die Fremdenverkehrswerbung. Ja, ich muss das sagen, ich kriege Geld. Aber der südburgenländische Wein ist wahrscheinlich auch der beste. Du bist jetzt aber hier in Wien zu Gast. Ja. Das heißt, du bestellst jetzt ein Bier? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Weinhart? Ja, wenn man so mit Wein aufgezogen wird, ja. Man kann ihn nicht mehr sehen. Nein, und der Hudler ist ja so ein flüssiges Marihuana. Geht da irgendwann. Ist vorbei. Deswegen das heißt, würde ich ein Bier trinken. Ein Fass? Nein, ein kleines Bier? Oder du kannst da nachbestellen? Ja, ich nehme mal ein kleines. Ja, ja. Marco. Lieber Marco, ein kleines Bier. Geht und das, Marco? Ich trinke immer das, weil ich bin. Trinkst du ich passe mich immer so an beim Gast. Darf man das überhaupt beim Heurigen? Darf man. Okay. Darf man das beim Heurigen? Ja. Ja. Also bitte zwei Bier. Danke sehr.
Du, wir haben ja immer am Tisch als Begrüßung eine Abordnung quasi. Ja. Und das ist deine Begrüßungsabordnung. Das ist das, über das wir heute nicht sprechen wollen. Das heißt, was könnte das sein? Dies da? Über das wollen wir heute nicht sprechen. Ein grünes Mandel und ein rotes Sofa. Ja. Ich könnte einen Leberkäse auch noch dazu nehmen. Ich kaufe ja beim Ikea ein, weißt du? Aber ist dir das unangenehm? Nein, überhaupt nicht. Du stehst dazu. Ich stehe dazu. Ja. Es ist ja lustig, meine Frau, die Kathi, die ist ja Schauspielerin bei Schneller Mittel. Ja. Und in der U-Bahn hat sie mir einen Mann angeredet und hat gesagt, Herrn, Sie sind ja die Kommissarin und Ihr Mann arbeitet beim Liner. Also, Sehr schön. Danke, lieber Marco. Aber diese Werbegeschichte, das muss man dann, weil du deine Gattin auch angesprochen hast, wenn man dann mit Kindern gesegnet ist von der Natur, dann muss man ein bisschen Werbung auch machen. Ja, das macht man ja fürs Geld. Oder wegen der Freude. Hat es da so einen Spaß gemacht, im Samtanzug im Grünen? Total. Also, es ist ja lustig, dass ja manche Leute so, die jetzt nicht so kabarettaffin sind. Die kennen dich jetzt nur von dem? Kennen mich von dem, ja. Ja. Echt? Ja, und das, der macht ja Kabarett. Die auch, sind nicht der Arzt von Braunschlag, sondern der... Habe ich aber auch ein Erlebnis gehabt, muss ich sagen. Da habe ich aber gut mitgespielt, weil da redet mich ganz selten wer an, aber ich war in Wien essen und es kommt jemand zu mir her und sagt, Herrn, wissen Sie, wenn Sie endlich schauen, den Arzt von Braunschlag. Und, aber ich habe dann gesagt, ich höre es oft. Aber wie ich gesehen habe, dass du da so in diese Möbelwerbungsbranche einsteigst, habe ich mich ein bisschen gesorgt um dich, weil ich Angst gehabt habe, weil diese andere Möbelfirma mit der Familie, die haben ja die Großmutter verschwinden lassen plötzlich, falls dir das aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Die war auf einmal was weg, durch eine andere Großmutter ersetzt. Ja? Genau, ja. Wie wenn das im Leben so war. Ich will ja so weit hinkommen, dass es den Roden bald nicht mehr gibt, das nur mehr ich. Okay. Ich hab schon geglaubt, sie wollen, dass dir nichts geschieht. Weißt, plötzlich bist du weg. Und dann fragt man sich, wo ist er hin? Und ein anderer tanzt im grünen Samtanzug. Das kann natürlich leicht sein, ja. Also pass auf. Ja, nein, ich passe eh auf. Ist ein hagliges Pflaster. Es ist ein sehr hagliges. Aber darum sprechen wir nicht mehr darüber. Aber wenn du Möbel brauchst, gern. Also ich hab 5% haue ich aus. Schau her, danke sehr. Ihr habt das gehört. Wir haben es auf Video, quasi, wie man so sagt. Ich habe gehört, du wolltest Pfarrer werden. Nein, Religionslehrer. Also ich wollte schon Sex haben. Also, also offiziell halt. Es ist ja kein Hindernis grundsätzlich. Aber du wolltest Religionslehrer werden. Ja. Was hast du da so vorgestellt als Kind? Ich habe mir gedacht, als Religionslehrer brauchst du immer einen Fernseher einschalten. Und das ist ein guter Unterrichtsstoff eigentlich. Ne? Was hättest du da gezeigt im Fernsehen? Ja, wir haben viel so Problemfilme angeschaut damals. Mir interessiert es heute noch, also diese Thematik. Ich bin jetzt, Die Thematik. Pfarrer. Religion. Religion an sich. Orgelfilm. Ja. Religion, Orgelfilm, ja. Ich bin ja der Erste, der es geschafft hat, in meiner Schule bei der Religionsmatura durchzufallen. Wirklich, ja. Ich habe das wirklich geschafft, ja. Wie macht man das? Ja, das war das Blöd auch. Wir haben ja so ein bisschen gewusst, was kommen wird zur Matura. Nein, das weiß man nie bei der Matura. Und ich habe halt gesagt zu meinem Professor, Herrn, geben Sie mir doch die Genesis, diese Schöpfungsgeschichte. Und er hat gesagt, klar, Thomas, ich kann dir nicht sagen, was du zur Matura kriegst. Ich habe aber irgendwie diesen Wink nicht verstanden und jetzt habe ich das halt nicht gelernt. Ja. Und das Problem war, ich hab's dann halt, ich hab mir gedacht, nehme ich halt die Frage ein bisschen, was weiß ich drüber. Nur mein Matura-Vorsitzender, der war so vorbereitet in dieser Thematik. Und ich hab dann irgendwann gesagt, Herr, es stimmt ja eh nicht, das Ganze. Es ist ja, weißt, und dann, wirklich? Ja, du hast es in Frage gestellt. Ich hab's in Frage gestellt. Und bei der Religionsmatura. Ja, das ist sehr blöd. Ja. Und hast dann im September nochmal antreten müssen? Ja, hab ich gekriegt, synoptische Evangelien. Weißt du da noch was drüber? Dass drei Evangelien gleich sind und eins anders. Oder Fußballer. Mhm. An dir ist ja ein talentierter Fußballer jetzt verloren gegangen, obwohl jetzt mittlerweile in dein Alter
Ja, jetzt war ich schon im Reifenalter. Du warst schon im Reifenfußballeralter. Ja. Du warst im U15-Nationalteam, ja. Kader, als Tormann. Als Tormann, ja. Allerdings nur bei einem Match. Also, das klingt jetzt viel besser, als es ist. Aber da haben wir gespielt gegen St. Peter am Kammersbach, gegen die Kaumfreundschaft. Was ist U15-Nationalteam? Genau, 14-Jährige haben gegen Erwachsene gespielt. Ja. Wir haben auch 17-0 verloren damals. Und ich habe aber zu der Zeit schon so angefangen, ein bisschen zum Jugendtheater spielen und dann waren so die ersten Frauen. Aber die stehen doch auf Fußballer. Na, bei uns war das noch nicht so nicht? Irgendwie. Da hat eher so der Papa noch zum Training gebracht. Das war nicht so cool. Die Mami die Socken angezogen. Mami Socken angezogen, ja. Schienbeinschützer, die immer gestunken haben, egal was du gewaschen hast. Schienbeinschützer? Ja, ja. So eine Umkleidekabine bei Fußballer, das ist ja. Da muss ja. Ein deftiges Weih ja. aus dem Publikum. Das ist ein Geruchserlebnis, wirklich, ja. Wenn man das einmal. Selbst in dem Alter, da ist man normal sehr immun gegen solche Gerüche. Ja, aber so als Außenstehender. Okay. Also halt. Und deshalb war das dann nichts mehr. Nein, ich habe ganz ehrlich gesagt ein bisschen die Freude dann verloren an dem Ganzen, weil mit 14, 15, das ist ja so eine Phase im Fußballbereich, wo es entscheidet, ob du eine Profikarriere einschlagen wirst oder ob du quasi so in der Landesliga, ohne das jetzt zu mindern, aber ob man dort so ein bisschen hängen bleibt. Und in der Landesliga kannst du halt schwer leben vom Fußball. Da musst du halt nebenbei fast nur Versicherungen verkaufen. Nicht? Weil sonst sind die meisten Fußballer Versicherungsmakler. Ja, oder Wirten oder was. In der Landesliga meine ich jetzt. Ja, ja. Also es ist schwierig, in so einer Spielklasse einen Profivertrag zu kriegen. Nicht, aber das ist beim Kabarett ja nicht anders eigentlich. Nein, natürlich nicht. Wenn man nicht da in der Landesliga hängen bleibt. Natürlich, ja. Ich habe halt damals wirklich viel Glück gehabt. Nicht? Also so ein bisschen ein Protektionskind auch. Wer? Muss ich sagen, der Ich Stangl war so. Jemand, der mir das ermöglicht hat, im Kabarett Niedermayer aufzutreten. Ja. Mhm. Und das war, kann ich mich noch erinnern, das war so für mich, habe ich das nur kennt vom Hader, das große Kabarett Niedermayer. Und wie ich das erste Mal gesehen habe, dass da noch 100 Leute reingehen, habe ich mir schon gedacht, das ist alles. Vor 100 Leuten? Nein, aber da habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen mehr. Okay. Aber es ist, das war schon ganz ein wichtiger Punkt, weil du kennst das ja, wenn du in Wien anfängst, das interessiert ja wirklich niemanden, ja, was du machst. Nicht? Das ist ja jedem wirklich komplett wurscht, ja. Und da war das schon wichtig, dass man sozusagen ein bisschen Vitamin B gehabt hat. Muss die Leistung dann schon auch stimmen, weil ja. Die Freunde und Verwandte, die hast du ja auch bald angespielt. Nicht? Die müssen auf Wien rauffahren. Ja, was der gesagt, jetzt habe ich es dreimal schon gesehen, jetzt kenne ich es schon. Ich kann nicht schon mitreden, mein Vater draußen. Die Oma versteht es auch nicht. Ja. Bleibst lieber draußen stehen mit dem Papa. Ja, das. Aber mittlerweile bist du ja auf Kiewerer-Rollen auch sehr. Ist mir aufgefallen. Also ja. Du hast das doch tatsächlich sehr viele Polizisten in letzter Zeit gespielt. Wieso ist das so? Ich bist du so der typische Polizist? Ich weiß es nicht. Anscheinend, ja. Anscheinend. Aber es hat mir schon einmal Glück gebracht. Und zwar, ich bin einmal noch am Auftritt in der Steiermark, heimgefahren ins Burgenland und war ein bisschen schnell. Nicht? Und es hält mir jemand auf. Ja? Der hat mir erkannt und gesagt, ja, Sie sind ja ein Kollege. Nein. Ja, wirklich? Kein Scherz, ja? Ja, wirklich, ja. Du kannst alles immer verwenden, was du offensichtlich bestimmt, tust. Das ist gut. Bestimmt. Und eines der Dinge, die du auch tust, in letzter Zeit widmest du dich vermehrt dem Gesang. Ja, also Gesang ist ein bisschen übertrieben gesagt, nicht? Ich probiere es halt. Ich sage es immer, so wie ihr seid ja Musiker. Ja. Und ich bin halt mehr so ein Musikant. Ja. Okay. Und hast als 15-Jähriger für die Schülerzeitung den Georg Danzer interviewt. Ja, das war sogar auf Band war das. Das war ein ganz großer Moment für mich. Ich weiß nicht, das Mikrofon, das hat so ist das gegangen. Aber da hat es einen Eisbrecher gegeben, weil da war ja noch meine Mama mit, weil wir damals kein Auto gehabt. Und mit dem Moped war es doch zu weit. Und wir haben gewusst, okay, wir können dann noch in die Garderobe gehen. Und die Mama trifft diesen Blecki, Schwarz, den Tanzermanager. Und will halt zu ihm sagen, Herrn, Sie sind ja der Manager vom Tanzer. Und mein Sohn macht ja dann ein Interview mit ihm. So. Und sie war aber auch so nervös, dass sie zu ihm, man weiß nicht warum, den Satz gesagt hat, Sie sind ja der Vater von meinem Burm. Und irgendwie... Nein!
Wow. Nein, wirklich, ist kein Scherz. Ja. Und der Blecki schwarz ist. Und der Blecki hat gesagt, so weiß ich gar nicht. Ich kann mich an dich nicht erinnern, ja. Schatzi. Aber das war dann so ein Eisbrecker irgendwie. Okay. Ja. Und das und war dann bist du da eine bin geworden. Ich da eine und er war wirklich super nett und hat, wir haben lang gesprochen. Das finde ich ja. Schön. Und, die, das, und das, Georg Danzer hat dich dann begleitet bis heute. Ja, ja, genau. Es war für mich so in der... Gerade in der Pubertät oder in die 80er Jahre so eine ganz kritische Phase gehabt, wo diese Liedermacherzeit war. Da hat mich so reingekippt, da war bei mir in der Schule gerade so Nirvana in und so. Und da war ich komplett Outsider. Ich habe gesagt, euch einmal Tanzer an. So. Was du mit dem gehört in Ruhe? Ja, bitte. Und jetzt darfst du ihn singen? Jetzt darf ich ihn singen, bitte. Ja. Bitte. Schau, hast du nicht genug Bier getrunken oder was jetzt? Das und ich bin noch nicht bereit, um Gottes Himmels willen. Ich bin bereit. Darf ich dich... unterstützen? Ja, unbedingt. Sehr gut. Die Damen und Herren auch. So, es gibt eine Trilogie. Genau, die Wiener Trilogie. Ja. Die Wiener Trilogie. Die haben wir aufbereitet. Genau, ja. Steig ein halt einfach. Ich steig ein, ja. Das ist ja so lieb, du hast ja gesagt, man soll sich Lieder aussuchen, die man noch nie gesungen hat. Ja. Ja. Und die hat mir wirklich eins ausgesucht, weil alle anderen haben Lieder genommen, die es eh schon aufgesungen haben. Das ist jetzt echt, das ist wie zu Weihnachten, wenn du sagst, aber wir schenken uns nichts und du holst dich dran. Aber alle anderen... Thomas Stipsitz! Aber krieg ich... Ah, ja, schau. Das ehrt mich. Ja, so. Sehr schön. Ich hab das Gefühl, da stimmt was nicht. Wir müssen wo falsch abgebogen sein. Was die da auf die Plakate schreien. Es ist doch wirklich echt zum Spähen. Hörst, Birgit. Ich glaub, wir sind am falschen Ort. Geh schau doch auf der Karte noch. Vielleicht haben wir uns nur verfahren. So lang waren wir doch gar nicht vor. Wien ist happy, dass du kommst. Wer schreibt denn so ein Blödsinn hin? Das glaubt doch nicht einmal ein Kind. Das wollt doch nur ein Trottel ein. Wien ist happy, dass du kommst. Das war ja jetzt was ganz was Neues. Geh schau doch auf der Karte noch. Wir müssen wohl falsch aufhoben sein. Hör doch auf mit dem Gejammer, bitte, wenn mir da nix vor. Und an Leuten geht's viel schlechter und die geben doch auch eine Ruhe. Spring vom Riesenrad oben, häng die auf am nächsten Ost. Geh und mach dem Tod die Gabe, wenn's zum Leben kein Leben hast. Aber wenn du dich schon heimtraust, dann mach's richtig unbedingt. Weil es gibt nichts Peinlicheres, als ein Selbstmord, der misslingt. Weil es gibt nichts Peinlicheres, als ein Selbstmord, der misslingt. Lies Kurier und Kronenzeitung oder huch 9 Stunde 3. Brunz auf Tupan, Starkstromleitung, weil es ist ja nichts dabei. Schürst dort Bohren, Wurst und Schell, geh spazieren am Brunnenstern. Oder hau dich in die Donau, weil so stirbt man gerne im Meer. Wenn's zum Leben schon zu blöd bist, reißt dich halt beim Sterben zusammen. Mach einen Abgang, mir soll's recht sein, nur mein Frieden will ich haben. Aber wenn du dich schon heimtraust, dann mach's richtig unbedingt. Es gibt nichts Peinlicheres, als ein Selbstmord, der misslingt. Nein, es gibt nichts Peinlicheres, als ein Selbstmord, der misslingt. Ich bring mich um. Ich hab genug, die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach eins,
gejagt, die Polizei. Weil die hat eh keins und die nimmt es sicher gleich. Mein Körper schenke ich der Medizin und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt bin. Thomas Schnipsitz! Dankeschön! Bitte den Platz! Ein Wahnsinn! Thomas Schnipsitz! Dankeschön! Damen und Herren, jetzt haben wir uns schon ein bisschen nach unten bewegt, die gibt's zu. Wir heißen doch Denk mit Kultur. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich jetzt Verstärkung holen kann, die uns ein bisschen wieder in die Höhe hebt. Ich freue mich sehr, Damen und Herren. Hier haben wir heute einen hochkarätigen Gast. Eine der Opernstimmen, Operettenstimmen, Liedermacherin, alles hat sie drauf. Und sie ist die Intendantin der Mörbischer Seefestspiele, Frau Dagmar Schellenberger. Die Hallo? Opera! Nabend! Super Stimmung! Super Stimmung! Das ist ja toll, wenn man das immer so hätte, jeden Abend. Ja, super. Bitte! Kommen wir mal wieder! Das freut uns sehr, Frau Schellenberger! Das ist toll! Das ist schön, dass Sie da sind. Wir haben ja immer am Tisch etwas, das der Gast normalerweise nicht haben mag. Und was wir ganz schnell wieder abhandeln können. Aber die meisten Leute, die haben halt dann sofort irgendein Bild im Kopf. Und momentan ist es leider in dem Moment dann gleich nicht mehr so, dass man, wenn man Seefestspiele Mörbisch hört, einen gewissen Herrn noch immer im Geiste hat. Ja, wann haben denn Sie den wirklich? Herrn Serafin das erste Mal wirklich kennengelernt? Seit wann kennen Sie ihn? 1900, Schnee, irgendwas. Also das ist schon lange her. Wir haben Jan Erde mich ja auch Anfang 2004 war das, nach Mörbisch geholt. Also ich habe ja da gesungen. Genau. Also wir kennen uns schon eine Weile auch von der Bühne andernorts. Andernorts. Ja, ja. Das ist eine große Freude, dass ich mir das hinstelle. Ich bin, ich finde es wunderbar, wir dass ich das hier hingestellt habe. Denn das habe ich noch nicht. Ist das jetzt ein Geschenk für mich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe mich jetzt schon so drauf gefreut. Na, Frau Schellenberger, wir haben da nämlich immer unsere Ahnengalerie. Okay. Und die Dinge, die wir immer hier herstellen, kommen dann immer in die Ahnengalerie da hinten hin. Da passt und, hin. Tun dort tun wir es. Genau, heute legen wir es noch da hin und dann wird es da hinten ausgestellt. Aber vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Ja, über, genau, über das brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Ja. Du bist ja Burgenländer, oder nicht? Na, gebürtiger Steirer bin ich eigentlich. Ja. Eben. Ja. Aber da sitzt ja eine richtige Wahlburgenländerin. Sicher, das passt schon. Mittlerweile ja. Zugerast, ne, ja, sozusagen. In Mörbisch genau. Sind Sie in Mörbisch, ja. Ich bin richtig in Mörbisch sesshaft geworden und fühle mich jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, heute Abend auch wieder, als komme ich in Urlaub. Es ist wirklich schön. Ne? Ja, es ist so schön, wenn man dann den See unten liegen sieht. Ich komme mir mal vor wie ein unbezahltes Mitglied vom Burgenlandtourismus, weil ich so viel Werbung mache für das schöne Fleckel Erde. Aber ich habe ja schon an einigen Stellen der Welt gewohnt und ja, muss sagen, also da hat es mich jetzt wirklich gepackt, sodass ich mich wirklich richtig fix angesiedelt habe, gleich unter den Weinbergen mit so einem Blick, werden Sie schön neidisch jetzt, ne? Mit dem Blick auf die Neusiedler See. Aber darf ist ich Sie schön. Trotzdem für Wiener Wein begeistern jetzt ja, zum Beispiel? Ja, sicher für Wein, aber nicht jetzt. Was hätten Sie denn gerne? Ich jetzt? Bier lieber. Ich trinke Bierle mit. Ja, na, ja. Marco, ein Bier für die Frau Schellenberger, bitte sehr. Und magst du noch? Du hast jetzt so ich schnell ausgetrunken. Ich habe schon bestellt, ja. Hast ja. du schon? Also nichts gegen Wiener Wein. Ja, ne? Ja, ich bin aber zwar ein bisschen verwöhnt jetzt mit dem burgenländischen Wein, der ist schon, ja, schon gut. Aber auch ein Bierchen ab und an. Ja, doch, ja, das rutscht, das lockert. Sie haben gerade von den Weinbergen erzählt. Ich habe gelesen, Sie gehen auch gerne spazieren rund um Mörbisch. Das muss ein Gerücht sein, ja. Wirklich? Aber doch, na, doch, man, doch hin und wieder. Und ich habe gehört, Sie führen die Katze Gassi. Stimmt das? Na, die geht im... Aber an der Leine? Oder na, die geht im Garten, die geht im Garten. Ich habe zwei. Die eine läuft frei, die ist übernommen, das ist ein Freigänger. Und die andere, die ist nun von Berlin importiert und kennt sich noch nicht so ganz aus mit den burgenländischen Mäusen.
Und die ist einfach so schön. Und es wäre jammer, wenn die sich jetzt verleift. Aber ein bisschen, wenn ich sie eingeführt habe, dann denke ich schon, dass es passt. Ich möchte sie nicht verlieren. Aber die, ja, die läuft noch nicht ganz frei rum, weil es noch zu gefährlich ist, weil sie mit der Wildnis... Jawohl, die bösen burgenländischen Kater, die müssen noch ein bisschen aufpassen. Aber Wein trinkend, Weinstöcke, Wein. Jetzt könnte man glauben, die Frau Schellenberger kommt aus einer Weingegend. Na, das komme ich wirklich nicht. Ja. Also aus einer Weingegend komme ich nicht. Eher Bier. Sachsen. Aus dem bayerischen Vogtland, das ist ja schon das gute Bier, Wernesgrüner, ja, Bier und so weiter. Das gibt's schon. Ja, das ist eine, ja, gute Gegend, da wächst. Also, geboren in Oschatz. Na, Oschatz. 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 Das passt doch. Das ist schön. Gell? Das wird beides. Das sagt man doch, ja, gut. Ich bin in Oschatz geboren, das ist doch gut. Gell? Wie ist es dort? Keine Ahnung. Ich bin da nur geboren worden und, ja, dann wieder gleich ins bayerische Vogtland, da bin ich wirklich aufgewachsen. Ganz im Grenzgebiet. Es ist ähnlich vergleichbar von der Landschaft her mit dem Burgenland. Sanfte Hügel, Mischwälder. Deshalb fühlen Sie sich so wohl dort. Man sagt nicht Kukuruzfelder, man sagt dann eben die Maisfelder und Blumen. Wie heißen die? Sonnenblumenfelder. Also das gibt es da schon. Aber sehr, die Sprache sehr ist dann doch ein bisschen different zum Burgenländischen. Hört man das etwa noch? Nein, jetzt nein, nicht. Nee, ne, gar aber nicht mehr. Sie könnten es noch. Na, nicht mehr wirklich. Meine Eltern sind schon lange tot und ich habe keinen Bezug mehr dazu. Meine Tochter ist die Einzige, die dann noch geboren ist, aber in Berlin aufgewachsen und in München gelebt. Und das ist irgendwann, hat man mir das ausgetrieben, weil man ja auch auf der Bühne, auf der Opernbühne, ja, fein gut Hochdeutsch eben zu sprechen hat. Und habe dann eine Zeit lang mal auf einer Insel in der Ostsee gelebt und dann eben geschnackt und Plattdeutsch. Das war dann wieder ganz anders. Ja, aber das kann man auch nicht lernen. Und ich hoffe nur, dass ich in Zukunft, sagen wir mal, vielleicht in einem Jahr zumindest mal Weinbauern, wenn die sich miteinander unterhalten, halbwegs verstehe, um was es geht. Das wird vielleicht. Also da, aber vielleicht will wirklich man das gar nicht verstehen. Na ja, aber sie sind sehr freundlich dabei und ich denke mir dann halt, es wird was Schönes sein. Aber und nicht fleißig und sag, immer ja, schön, stimmt, schön, ja, schön, ja, schön, ja, 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 ja. Aber haben Sie die ausspioniert, also wie Sie dorthin gezogen sind? Weil normalerweise, wenn wer Zugraster, ja, kommt, dann kommt man ja so zufällig schauen. Ja. Ja, also ich habe gemerkt, im Ort wussten alle alles schon, bevor ich es, ja, wusste. Ja, ja. Dass ich umziehe, wussten die alle schon vorher. Und wie, was, wer zu Besuch kommt. Also die da haben, ist... Die haben da ist halt sehr einbruchsicher, muss man sagen. Ja, das hoffe ich. Nein. NSE ohne Elektronik. Aber also es, ja, ist ohne Strom, ja, quasi. Ich muss schon eine Lanze brechen, wirklich. Ich bin gerne in Mörbisch und auch im Burgenland generell, weil das sind wirklich sind nette Menschen. Wir haben eine Burgenland-Sendung heute hier. Ja, eigentlich schon. Ja, 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 das ist das toll. Also wirklich, manchmal muss man ja, morgen fahre ich auch schon wieder weg. Ich mache ja aber fleißig Werbung überall. Es gibt Orte, wo man erklären muss, wo es Burgenland ist. Also das, nein, ist. Aber das ist kaum noch, ganz weit weg höchstens so. Ja, ja. Im Prinzip wissen die Leute schon mit dem Burgenland, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Und dass da sehr viele nette Menschen leben. Vielleicht macht es der Wein, vielleicht macht es die warme Luft. Oder die ein oder zwei Gölsen, die sich noch... Na, die das können es natürlich die auch Festspiele sein. Die Gelsen bei den Festspielen... Gößen ja, heißt es bei uns. Gößen. Also das waren dann... Also muss schon richtig ausgesprochen werden. Die Gößen sind ja doch ganz schön nervig gewesen, aber eigentlich jetzt zunehmend, oder? Also was das soll mal so gewesen sein. Das steht bestimmt hier auch bei dem Wunderbar mit drin irgendwo. Aber wir haben jetzt insgesamt noch... Drei Alibi-Gelsen. Okay. Und die kann man bestellen am Abend, die kommen dann gezielt, wer eben möchte. Manchmal reichen sie nicht, dann müssen wir noch uns was einfallen lassen. Dann kommen von Ungarn noch ein paar rüber und dann funktioniert die haben das. Die Leute sagen schon, wenn sie sich hinsetzen, ja, Gott schön. Zum Wohle, ich habe schon nur, weil es so früh war. Wir sind schon sehr durst. Es ist halt ein richtiger. Das ist gut. Ja. Gut. Aber Sie sind schon ein bisschen ein Sprachentalent, glaube ich. Weil ich habe gelesen, Sie haben unter ganz, 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 ganz vielen CDs, die Sie aufgenommen haben, was mir besonders interessiert, eine internationale Wiegenlieder in 6 Sprachen eingesungen. Na ja, geschlafen wird überall und Kinder müssen überall eingewogen. Ja, aber wie kann man sich... Gewiegt, gewogen, ja, gewiegt, was sagt man da? Eingeschläfert, ja, werden, ja, nein, nicht. Eingeschläfert werden Sie hoffentlich nicht. Die Kinder Nein, aber das war wirklich so. Ich habe da gesucht, was es hat ja jeder Komponist, ja, jeder große klassische Komponist und auch die moderneren irgendwo ihre
intimste Seite, ihre innerste Seite, haben sie ja auch irgendwo zu Papier, aufs Notenpapier gebracht. Und erstaunlich, also auch Wagner hat ganz Intimes auf Französisch geschrieben, Wiegenlied. Ich bin da wirklich fündig geworden und deswegen sind es da auf 6, 7 Sprachen. Was war ganz das? Viele Französisch? Russisch, ganz Russisch? Viele Russisch, die sind alle sehr in Moll, also nicht so sehr lustig, da die vielen Deutschen, die es gibt, Französische. Englische Lullabies, Tschechisch, was war noch dabei? Also es waren 6 oder 7 Sprachen, genau. Ja. Könnten Sie noch eines? Jetzt? Wir wollen ja nicht, dass Sie einschlafen. Hat jemand Wir wollen das Gegenteil, oder? Ja, okay, dann singen wir kein Wiegenlied. Frau Schellenberger will uns nicht einschläfern. Also ich verspreche Folgendes. Wenn jetzt einer nach Mürbisch kommt und sagt, ich habe das jetzt gesehen, Sie singen hier Wiegenlied und spricht mich darauf an, dann singe ich nach der Vorstellung ein kleines Wiegenlied für denjenigen. Das ist, also ich hoffe, es melden sich nicht allzu viele. Ja. Dann nehmen wir Gruppen. Deshalb der Seraphim nicht gemacht. Nein. Wir unterscheiden uns ein wenig. Das hat er nicht gemacht. Aber man muss sehr aufpassen. Weil so, und wir waren in Würmisch, wie war es zum Einschlafen? Ne? Oh, das stimmt. Na, dann lassen wir das streichen wir jetzt hier. Das nehmen wir wieder weg. Aber Sie sind aus einer Hoteliersfamilie. Ja. Das heißt, es gab ein Hotel mit wie vielen Betten? Ich bin die Einzige, das schwarze Schaf in der Familie, die da ausgebrochen ist. Also auch meine Tochter hat dann wieder Hotelfachschule gemacht in Bad Reichenhall. Und auch mein Vater, meine Mutter, die kamen alle aus dem Hotelgewerbe und Restaurants. Und deswegen habe ich, darf ich das jetzt eigentlich sagen? Ja, alles das, das bleibt ja unter uns jetzt. Gell? Also ich war mit 3 Jahren das erste Mal Sternhagelblau. Gut, dass das jetzt niemand hört. Ja, aber ne? Man könnte ja Rückschlüsse ziehen dann über das, was das einhört. Aber das können Sie sich ja nicht mehr erinnern. Naja, ich hatte einen Aufpasser, das war mein Schäferhund, der immer bei mir war. Und der war wohl offensichtlich dann auch mit Blau. Aber es waren immer große Feste am Samstagabend mit Big Band. Ja? Und das waren Familienbetriebe und Sonntag musste er wieder gekocht für Mittagstisch, alles weggeräumt. Und ich störte offensichtlich. Und da hat man mich aufs Dreirad gesetzt mit dem Hund zusammen, Türe zu und ich war im Saal. Naja, und da stand eben so einiges dann noch rum, was zum Probieren war. Aber es hat mir, weiß nicht, ob es mir hat geschadet. Haben Sie den Rest getrunken? Die ganzen Nägen leer gemacht. Wie sagt man bei Ihnen? Nägen. Nägen. Im Burgenland sagt man Nägel. Nägel. Nörgel. Ja, die Nörgel. Ja, genau, ja. Die Reste, die da waren. Da haben wir Nägel, Nagel, Nörgel. Nörgel, ja. Da haben wir eigentlich hätte es so. Oh Gott, ja. Mit 14 haben wir es oft so am Neigen zusammengeschickt. Ja. Hauptsache es dreht, genau. Wow. Ja. Aber war dann eine Zeit lang ruhig wahrscheinlich, weil man mit 3 sein offensichtlich schon ein paar Stunden ruhig, ohne Wiegenlied. Aber nicht aufgefallen offensichtlich. Meine Erinnerung ist an die Zeit nicht mehr ganz so. Ja. Aber musste man dann auch so Betten machen, wenn man so ein Kind ist oder ich so? Nein, ich nicht. Geweigert oder gar nicht angefragt worden? Wir hatten das dann, als ich so weit war, dass ich in Betracht gezogen wurde, haben sie es dann aufgegeben. Das schwarze Schaf tatsächlich? Ja, bin das schwarze Schaf. Ja, aber ich bin es gern. Und dann ab nach Dresden, oder? Gut recherchiert. Aber erst ein bisschen Medizin studiert und das war woanders. Aber dann bin ich wirklich, weil ich sehr früh auch Familienplanung betrieben habe. Absichtlich oder unabsichtlich? So, Klammer zu. Jetzt werde ich hier rot. Nein, also ich weiß das nicht mehr, ich war damals so jung. Ist halt irgendwie. Gut, und dann habe ich mich umentschieden und ich konnte immer schon singen. Ich habe früher immer musiziert, viele Instrumente gelernt und dachte mir nur, Musik, klar, kannst da Lehrer werden, das ist aber ein schöner Beruf. Gell? Und habe mich an der Hochschule in Dresden eben beworben dafür. Nach kurzer Zeit meinte man, das ist mehr. Okay. Du solltest auf die Bühne. So, was, auf die Bühne? Okay, gehe ich auf die Bühne. Nachdem ich meine Familienplanung erstmal abgeschlossen hatte, wirklich gleich die Praxis aufgesucht, bin in ein kleineres Haus gegangen und habe da richtig viel gesungen. Habe gleich losgelegt. Also ich habe wie damals gleich losgelegt und nicht gewartet. Genau. Sowohl die Getränke als auch die Bühnen wurden sofort erobert. Genau. Von habe mein Studium extern fertig gemacht und bin dann gleich in die Praxis. Ja. Aber auch international. Was, wenn wir jetzt ein bisschen zurückrechnen, damals noch die DDR war. Genau. Und dann, aber Sie sofort international auch gesungen haben, wie ist das gegangen? Naja,
Gut, in Dresden durfte ich dann auch die Semperoper eröffnen damals. Das war ein Riesengeschenk für mich. Die wurde ja wieder, wie Phoenix sagt, es ist ja Wahnsinn, was da aufgebaut wurde wieder. Und bin relativ schnell nach Berlin gekommen an die Komische Oper. War ein sehr berühmter Österreicher, Walter Felsenstein, hatte ja die Komische Oper gegründet damals. Und da kam ich hin und durfte dann schon im Ensemble auch hin und wieder raus. Musste aber auch immer wieder rein. Und das hat man irgendwelche Tests vorher absolvieren müssen? Bei mir war das einfach. Ich hatte ja ein Kind. Das war mir das Pfand, was da war, die kommt schon wieder. Aber das war so. Nein, das Kind durfte ja nie mit. Das habe ich dann später, auch wo ich alleine unterwegs war, das öfter versucht. Das ging nicht. Durfte ich nie. Und so, ich muss dann sagen, eigentlich bin ich in die Gnade gekommen, dass ich noch jung genug war, als dann endlich die Wende kam. Also da war ich gerade so am Anfang und habe dann ein bisschen wieder von vorn anfangen müssen. Na klar, war alles offen. Plötzlich wieder neue Kontakte knüpfen. Und ich war immer eine Fixe im Lernen. Also ich konnte sehr schnell von Nacht auf früh irgendwas einspringen. Und das hat mir am Beginn meiner Karriere sehr geholfen. Also ich habe wirklich mittags einen Anruf gekriegt, können Sie heute Abend in der Bastille singen. Bin nach Hause, die Noten gepackt, in den Flieger rein und habe dort abends gesungen. Also und auch schnell Partien gelernt. Nicht? Und das hat mir damals geholfen. Wir brauchen dringend jemanden. Ist aber schon lange her. Jetzt brauche ich länger. Und dann geht das schon. Ja, und dann wirklich. Macht man es ja Namen natürlich. Ja. Und dann, wenn man gut war, wird man natürlich wieder eingeladen und dann funktioniert es. Und natürlich immer die schwierige Frage, wenn man Opern Fach wählt, dann ist er immer der, jetzt singt so Operetten und jetzt macht es da dieses Musical. Also diesen Mundwinkel, den mag ich ja gar nicht. Das machen die Leute, oder? Ja. Machen die das? In Österreich weniger. Also okay. Ich muss eigentlich sagen, dass ich jetzt hier diese Ehre habe, auch dieses tolle Haus, wirklich, also Haus, ja, dieses Festival zu leiten, ist eigentlich wie für mich ein Fünfer, ein Lotto. Es ist alles zusammen bei. Ein Sechser, muss sagen, Lotto? Ja, ein Sechser vielleicht, genau. Das auch alles ist ein Lotto. Es ist also noch nicht der Hauptgewinn, wollte Frau Schellenberger sagen, sondern die Vorstufe zum Hauptgewinn. Für mich schon, weil ich muss sagen, wie hier in Österreich wirklich traditionell, vor allen Dingen eben auch in Mürbisch, die Operette gepflegt wird und die Werke nicht kaputt gemacht werden mit irgendwas. Also da hatte man ja auch Angst, als ich anfing und war dann bei den Messen, da kamen ja Leute auf mich zu und sagten, ja, machen Sie mir ja nicht unsere schöne Operette kaputt, bringst mir keine Nackerten auf die Bühne, sieh da, ja, keine abstrakten Produktionen. Also da hatte man offensichtlich ein bisschen Angst, aber ich fuß da so in der Tradition und freue mich wirklich, dass das die Österreicher, man braucht bloß irgendwo mal auf dem Messen oder wo auch mal immer ist, bestimmt jetzt auch hier irgendein Lied zu singen, da weiß aber eigentlich jeder, aus was es ist. Ich teste jetzt nicht. Sie gucken schon, aber ich jetzt ganz hoffentlich. Es ist so, die Österreicher leben schon mit der Operette ganz anders. Als es zum Beispiel in Deutschland ist, da ist es auch noch beliebt, aber hier in Österreich schon sehr. Und mein Lebensweg war ja immer so, ich konnte habe immer die Waage gehalten, nie zu viel Oper. Ich wollte auch immer die Operette, man konnte tanzen, man konnte es einem auf den Zucker geben, das war einfach cool. Musical dann eben auch. Ja, immer für Lady und solche Geschichten. Ja, das Kiss Me Kate, ich habe geliebt. Kampf dem Mann, was ist dann so eine Nulpe, denn bloß dran. Anwesende ausgenommen. Aber das ist, das hat mir immer Spaß gemacht, bloß man durfte sich nicht in irgendeinen Kastel stecken lassen. Da verkutzt er sich gleich. Aber was wären wir schon ohne die Männer? Ne? Ja. Keine Operette wäre geschrieben worden. Kein Werk ohne die Liebe und die Männer. Ne? Aber mehr man wird ja. Na ja. Ohne Männer. Aber man wird ja so schnell in Kasteln geschoben. Man macht das, dann ist man da drin, dann macht man das, dann ist man da. Und das habe ich mir nie, das wollte ich nie. Ich wollte eigentlich möglichst alles machen. Gell? Und deswegen habe ich immer sehr gut darauf geachtet, dass ich wirklich mir wohl überlege, was ich wann mache, damit ich eben neben dem Rosenkavalier oder Katja Cabanova oder die vielen Mozarter eben auch meine Rosalinden singen konnte und weiß seitdem, dass das das Schwerste ist, was einem das Musiktheater abverlangen kann, die Operette. Ja. Und deswegen die Mundwinkel, wenn man das so sagt, es ist wirklich so, so schwer. Man muss alles mit einer großen Leichtigkeit, mit Charme oder Schmäh und tanzen und gut aussehen. Wäre das was für dich? Das klingt eigentlich ziemlich nach Thomas Stips jetzt. Mit Schmäh, mit Leichtigkeit, wir finden schon was. Wir finden schon was. Ich würde einmal beim Catering anfangen. Den Wein verkosten vielleicht in Mörbisch. Ja, aber ich glaube, dass das schwer ist. Das ist schwer, das Wein verkosten. Ja.
Sie haben unterrichtet ganz lang. Tun Sie das noch immer? Oder ist jetzt Mörbisch? Da habe ich keine Zeit mehr für. Ich habe natürlich an der Uni in Berlin auch nebenher schon an junge Leute mein junge Wissen Leute, versucht weiterzugeben. Jetzt ist aber mal gut. Jetzt ist genug. Aber ich habe dazu einfach, jetzt kam noch Zeit, ich habe das schon in den untergeordnet jetzt zu dem, das füllt mich voll aus. Also Mörbisch ist ja, das glaube ich. Mehr als 100%, wenn man das richtig machen will. Und da bleibt kaum Zeit für was anderes. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei Ihnen Zeit für was anderes haben. Gleiches aus, denn dieser Raum gehört auch ausgefüllt zwischen Ihnen, euch. Das mache ich gleich. Ja, jetzt kommt die große Überraschung. Was? Ja, es gibt Denkzettel. Die Damen und Herren, die hier heute anwesend sind, die haben ja auch ein bisschen Mitspracherecht. Das ist eine Demokratie, da darf nicht immer nur die Frau Denk irgendwas reden. Nein, der Marco, großen Applaus, Dankeschön. Ja. Margot hat persönlich Fragen der anwesenden Damen und Herren. Die müssen wir jetzt nicht alle beantworten, aber wir können einmal so schauen. Das kann ich schon mal gar nicht lesen. Ja. Heuer wieder Liveball, Thomas, fragt jemand. Was gibt es da für Geschichte dazu? Naja, der Mann und ich haben ja letztes Jahr den Liveball moderiert auf sehr eigenwillige Art und Weise. Na, heuer, wir machen den Song Contest. Die Frau Schellenberger wird gefragt, hüpfen mal nach der Vorstellung alle ins Wasser? Wer hat das gefragt? Ich glaube, da ging die Fantasie durch mit dem einen oder anderen. Ja, aber kann ja nicht viel passieren, man bleibt ja irgendwo stecken. Also das ist... Das verstehe ich nicht. Warum schreibt ihr so schlecht, so später? Servus. Das verstehe ich nicht. Kannst du das lesen? Lies du einmal. Warum? Freibad oder Hallenbad? Na, Freibad. Okay. Schauen wir mal. Frau Schellenberger. Was hilft wirklich gegen Gelsen? Da haben wir es schon wieder. Die richtige Einstellung. Und ja, und ansonsten, ja, weiß ich ja nicht. Mit Essig einreiben, wenn man dann, das hilft halt auch gegen andere Menschen. Aber. Man sitzt dann sehr alleine. Aber wissen Sie, wir haben so viele Scheinwerfer oben. Die helfen wirklich. Ja. Die helfen wirklich. Da gehen die alle da oben hin und man sitzt unten relativ und viel betoniert. Also es ist ein Gerücht. Alles zu betoniert. magst du Sport? Wie wirst du gefragt? Und wenn ja, welchen? Ja, schön, man sieht es mir an, ich weiß. Nein, ich tue gern wandern. Du tust gern wandern? Ja, okay, nicht so das ist sehr unaufregend. Ja. Außerdem, welchen Gelsenspray benutzen Sie? Das ist ja Wahnsinn. Gar kein. Das stinkt so jämmerlich. Nein, ich nehme gar keinen. Pantera, also Panther. Panther von Stinaz oder Freibadkicker? Hm? Nein, schon Panther von Stinaz. So schlecht war ich nicht im Tor. Ah, das ist eine äußerst schöne Frage. Frau Schellenberger, hätte der Song Contest nicht besser auf der Seebühne in Mörbisch stattfinden sollen? Gute Idee. Wurde tatsächlich überdacht. Wir sind einfach zu klein und zu wetteranfällig. Also wenn dann an dem Abend nur gerade der Petrus uns was Gutes tun will, das wäre dann eben, und zu klein. Wir haben ja nur 6.200 Plätze. Aber es wurde Plätze. Kurz überlegt sogar. Es war wohl auch mit dran, aber es war nicht wirklich, ich hätte es gern. Ja. Wird man das Feuerwerk künftig auch besser in Neusiedl sehen können? Ja. Da gebe ich einen Tipp. Dann suchen Sie sich einen guten Baumeister, machen sich einen kleinen Turm aufs Haus und dann sehen Sie es oder kommen am besten zu uns und dann können Sie es ganz live und nah erleben. Und das lohnt sich wirklich. Was kann man in Mörbisch gar nicht gebrauchen? Regen. Ja, also. Ich dachte, Harald Seraphin. Na, das ist schon gut, das ist schon. Manu Stinaz, hast du schon mal in der Love-Disco geschmust? Wenn ja, mit wem? Ja, da muss man aber sagen, irgendjemand kennt die Love-Disco, ja?
Waren es wir beide? Ich glaube, da wollte jemand seinen Namen kriege. Hören, möglicherweise. Ja, mit dir, oh Sabine. Okay. Wir beide haben. Das ist zu persönlich, das nein, interessiert das auch niemanden. Ja, na, wann ist dein erstes Kind geboren? Vor kurzem, ne, ist die Antwort, oder? Vor kurzem, ja. Lieblingsspeise bei mir. Ja, was ist die Lieblingsspeise? Fragt man das eine Dame, was die Lieblingsspeise ist? Jetzt muss man weiter. Wieder was bei ihr hin. Darum hab ich ja weggehen. Außer Hering eigentlich fast alles. Wenn man sich an einen sitzenden Hering Person vordrängt, hält man was? Das ist, nein, das ist gar nichts. Welchen bevorzugten, das ist, lauter, welche bevorzugte Verhütungsmethode? Das ist ja wirklich Selbstbefriedigung. Ja. Ja. Ich hätte das nicht. Ja, nein, nein, ich hätte da nicht reingekriegt. Welche Rolle sangen Sie am Beginn Ihrer Karriere? Anna, den lustigen Weibern von Windsor, dann auch Freischütz, die, ja, und den, was habe ich noch gemacht? Ja, Bastien und Bastien. Und den viel Operette auch und, gleich. Und keine Barbara Streisand dabei. Das ist aber nicht offiziell gewesen. Also ich habe schon mal ein bisschen was gemacht in der Richtung. Und man hat mich nicht gelassen. Ich lasse nicht. Sie, selbstverständlich. Ich habe jetzt schon Angst. Aber nein, fürchtet euch nicht. Damen und Herren, es ist wirklich mir eine große Freude, wenn man schon solche Kapazunder hier bei Denk mit Kultur hat, die aus der Hochkultur natürlich kommen und man fragt sie dann am Telefon, was wollen sie denn singen, mit dem man sie gar nicht so direkt in Verbindung bringt. Und dann kommt diese Frau Schellenberger und sagt, ich singe Barbara Streisand. Ja, ich dann kann man nur als Band sagen, verdammt, wie werden wir das hinkriegen? Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig. Ich werde versuchen, mit den Kollegen einen Chor zu legen. Ich rufe in Erinnerung, in dem wir singen die Bee Gees ganz hoch. Also die Herren haben sich schon bereit gemacht dafür. Ich freue mich sehr und möchte, weil das ist schon sehr aufregend. Das ist wahnsinnig aufregend. Einen riesigen Applaus bitten für die Frau Dagmar Schellenberger. Absolute Premiere. Yeah. Dream is gone.
Ich hoffe, Sie haben selbige an Ihrer Seite. Oder Sie sind sogar selber eine. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir feiern hier noch ein bisschen weiter. Wir haben riesen Spaß. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Beim nächsten Mal schalten Sie wieder ein, wenn super Gäste da sind, so wie heute. Thomas Stipsi! Die wunderbare Dagmar Schellenberger. Ein großer Applaus an unseren lieben Marco. Ciao, Marco, ciao. Ein großer Applaus an die Band. Wir sind Denk mit Kultur, Damen und Herren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder bei uns sind. Auf Wiederschauen. Wir singen noch ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen.